Schau mal, Wolfgang, hier ist es ja richtig schön. Ja, Martina, ich weiß, das habe ja auch ich ausgesucht. Sie sind ja schon da. Da werde ich Sie mal begrüßen gehen. Sogar mit eigenem Pool, Wolfgang, schau mal. Sag ich doch, Martina. Mama, machen wir hier Urlaub? Ja, Sarah, gefällt es dir? Oh ja, das ist voll genial hier. Oh, wie schön. Und einen eigenen Pool. Da gehe ich jeden Tag planschen. Na, da werden die 2 Wochen aber vergehen wie im Flug. Wir können ja auch 3 Wochen bleiben, Wolfgang. Sie sind die Familie Mattes? Ja, die sind wir. Schönen guten Tag. Und Sie sind Herr? Weit. Mein Name ist Weit. Ah, schönen guten Tag, Herr Weit. Weit. Weit? Weit. Ja, wie auch immer. Schön, dass das mit dem Bungalow geklappt hat. Da werde ich immer dieses schmucke Stück zeigen. Kommen Sie bitte mit. Wie weit ist es dann bis zum nächsten Supermarkt, Herr Weit? Weit. Mein Name ist Weit. Die nächste Einkaufsmöglichkeit befindet sich 3 Kilometer von hier. Das ist ja gar nicht so weit weg. So, mein Großer, die packe ich jetzt hier einfach mal. Ei, komm, mein Mädchen, komm. Brav, meine Gute. Oh, ist ja doch ganz schön klein. Mami, ich finde es toll hier. Oben befindet sich der Schlafraum. Sarah, lass uns mal nach oben gehen. Mal von der Größe abgesehen, ist dieses Haus doch ein kleines Schmuckstück, oder Wolfram? Sag ich doch, Martina. Hier oben ist es voll cool. Echt jetzt? Ich schlafe hinten, Lena. Dann schlaf ich vorne bei Mama. Mama, wir sind hier oben. Das ist toll, Kinder. Das Ferienhaus gefällt uns richtig gut und würden uns freuen, wenn wir hier 2 Wochen bleiben dürften. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn etwas sein sollte, ich wohne in dem gelben Haus da oben. Da wünsche ich Ihnen noch einen schönen Urlaub. Ja, dann nochmals vielen Dank, Herr Weit. Weit. Mama, dürfen wir einen Pool? Ja, bitte, Mama, erlaub es uns. Von mir aus schon. Da ist ja gar kein Wasser drin. Oh, schade. Ich werde noch heute Abend das Wasser einlassen. Dann können wir morgen alle einen schönen Badetag machen. Juhu! Komm, Sarah, lass uns mit dem Skateboard fahren. Okay, Lena. Wo wollen wir denn fahren, Lena? Na, da auf dem Weg. Sarah, wo wollen wir denn jetzt langfahren? Lena, wir können doch hier langfahren. Okay. Das Bett für Damon steht. Hier riecht es aber lecker nach Spiegeleiern. Du, Lena, sag mal, weißt du überhaupt noch, wo wir hier sind? Warte mal, ich schau mal. Sarah, ich glaube, wir haben uns verirrt. Meinst du wirklich, dass wir uns verirrt haben, Lena? Sarah, nicht weinen. Ich will nach Hause. Das Reisebett für Damon steht, Martina. Ah, danke, Wolfgang. Dann kann ich Damon endlich Bett fertig machen. Wo sind eigentlich die Kinder? Es ist so ruhig. Ach, die spielen bestimmt draußen, Wolfgang. Ich werde mal schauen, wo die Kinder sind, Martina. Ja, und du kannst ihnen ausrichten, dass es gleich Abendessen gibt. Sarah, Lena, kommt ihr bitte? Es gibt gleich Abendessen. Seltsam. Wo sind sie denn nur? Martina, ich kann die Kinder nirgendwo finden. Ach, Wolfram, die spielen bestimmt bloß Verstecken und wollen dich ärgern. Ich weiß nicht, Martina. Ich habe ein ungutes Gefühl. Lass uns die Kinder lieber suchen gehen. Hoffentlich ist ihnen nichts passiert.
Lena, was machen wir denn jetzt? Hoffentlich suchen uns Mama und Papa. Die suchen uns ganz bestimmt, Sarah. Ich hab so Angst. Was meinst du, Wolfram, welchen Weg könnten sie denn genommen haben? Martina, das ist echt schwer zu sagen, aber schau doch mal. Ich glaube, Elke hat da etwas. Lena, jetzt ist schon ganz schön viel Zeit rum. Ich glaube nicht, dass Mama und Papa noch kommen. Doch, sie werden kommen. Sarah, Lena, wo seid ihr denn? Lena, hast du das gehört? Ich glaube, das ist Mama, die hat uns gerufen. Ja, Sarah, ich hab's auch gehört. Mama, hier sind wir. Oh, Kinder, Gott sei Dank haben wir euch gefunden. Was macht ihr denn, uns solch einen Schrecken einzujagen? Mama, ich hatte so Angst gehabt. Mama, ich bin so froh, dass du da bist. Das glaube ich. Ich hätte auch Angst, so ganz allein in einer fremden Gegend. Ist ja noch mal alles gut gegangen. Aber jetzt schnell nach Hause. Die Eier stehen auf dem Herd. Wolfram. Schlaf gut, mein Schatz. Mama hat dich lieb. Ah, Demen schläft endlich. Sag bloß, du hast noch mal Eier nachgebraten, Wolfram. Martina, warme Spiegeleier schmecken einfach viel besser als kalte. Da hast du recht, Wolfram. Und danke nochmal, Schatz. Schade, dass kein Pfefferkuchenhaus im Wald stand. Ich finde das gar nicht so witzig, Lena. Das nächste Mal streue ich aber Kieselsteinchen. Hier geht es jetzt zu noch mehr Videos von der Familie Mattis. Und über den runden Button könnt ihr uns kostenlos abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir freuen uns.